Hey Leute, Kevin hier. In den letzten paar Monaten haben einige Nutzer bei Cake, die mit Bitcoin und DeFi Liquidity Mining betrieben haben, eine etwas, ich sag mal, unschöne Überraschung bekommen. Und zwar haben sie festgestellt, dass trotz dieser täglichen Rewards irgendwie die Gesamtrendite negativ ist. Es kam also zu diesem berüchtigten Impermanent Loss. Und weil das Thema ein bisschen tricky ist, habe ich mir gedacht, lass uns das heute mal nochmal konkret mit einem Praxisbeispiel durchgehen und auch die Frage klären, was solltest du denn tatsächlich in so einer konkreten Situation tun? Aber lass uns wie immer da mal ganz vorne starten. Wie funktioniert denn eigentlich diese Liquidity Mining und was ist dieser Impermanent Loss? Also, für Beginner. Damit so eine dezentrale Exchange, eine DEX, funktionieren kann und Leute tatsächlich ihre Coins miteinander direkt und auf dezentrale Weise miteinander tauschen können, brauchen wir tatsächlich immer so eine Art Speicher an Coins, den sogenannten Liquidity Pool. Das heißt, wenn Leute von Bitcoin zu DeFi wechseln wollen oder von DeFi zu Bitcoin, dann braucht man folglich einen Pool mit Bitcoin und DeFi. Und genau deshalb musst du auch jedes Mal, wenn du dich beim Liquidity Mining beteiligen möchtest, auch immer zwei verschiedene Coins in den Pool werfen. Und das im Verhältnis von 1 zu 1. Also jetzt beispielsweise 10.000 Euro in Bitcoin und 10.000 Euro in DeFi. Oder mal konkret in Zahlen ausgedrückt, beispielsweise 0,25 Bitcoins und 4.000 DeFi. Okay. Wichtig an der Stelle ist jetzt allerdings, dass wenn du tatsächlich deine Coins in diesen Pool reinwirfst, hast du nicht mehr einen Anspruch auf die konkrete Anzahl von den Coins, sondern nur noch auf das Verhältnis. Also jetzt als Beispiel, angenommen, du packst 20.000 Euro in den Pool rein, im Pool selbst sind schon 80.000 Euro drin, das heißt, dir gehört am Ende 20% von diesem Pool. Das Ding ist jetzt nur, dass sich dieses Verhältnis zwischen diesen Coins innerhalb vom Pool ständig ändert, weil natürlich auch irgendwelche Leute auf der dezentralen Exchange natürlich ihre Coins miteinander tauschen wollen. Logisch. Das heißt, das Verhältnis war vielleicht mal am Anfang 50-50, kann aber auch sein, dass es 40-60 ist, 60-40 und so weiter. So, und jetzt kommt es drauf an. Denn wenn du tatsächlich eine Auszahlung machst, bekommst du ja nur deinen Anteil zurück. Das heißt, wenn jetzt beispielsweise das Verhältnis 50-50 steht, naja, dann bekommst du von beiden Coins gleich viel zurück. Wenn jetzt allerdings das Verhältnis so steht, 40-60, dann bekommst du von dem einen Coin natürlich deutlich weniger zurück, vom anderen Coin deutlich mehr. Damit es jetzt allerdings tatsächlich zu einem Impermanent Loss kommt, müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein. Und zwar erstens, dass tatsächlich dieses Verhältnis sich geändert hat, also beispielsweise statt 50-50 einmal 40-60, und dass von dem Coin, wo du mehr bekommen hast, dass der tendenziell underperformed hat und von dem Coin, wo du weniger bekommen hast, dass der eine Overperformance hingelegt hat. Genau dann sprechen wir von einem Impermanent Loss. Und zu einem Permanent Loss wird es tatsächlich erst, wenn du in dem Moment tatsächlich verkaufst und diesen Verlust tatsächlich realisierst. So, das heißt auch wiederum, dass es noch kein Impermanent Loss ist, nur weil sich jetzt beispielsweise dieses Verhältnis ändert. Und es ist auch noch kein Impermanent Loss, nur weil beide Coins beispielsweise an Preis oder an Wert verlieren. Und das Paradebeispiel dazu hat mir tatsächlich der Alex in den Kommentaren unter meinen Videos gepostet. Denn vor genau 5 Monaten hat er ein Bitcoin in Liquidity Mining bei Cake gepackt. Und zwar 50% natürlich in Bitcoin, 50% davon in DeFi. Das heißt umgerechnet in absoluten Zahlen rund 0,5 Bitcoin und rund 5.500 DeFi. Jetzt heute, also 5 Monate später, steht das Verhältnis tatsächlich zu 47% zu 53%. Und das erkennen wir beispielsweise daran, dass bei ihm im Pool angezeigt wird, dass er nur noch 0,47 Bitcoin hat, also 3% weniger. Seine DeFi-Zahl hingegen, die ist natürlich stark gewachsen, was einerseits zu einem kleinen Teil darauf zurückgeht, weil eben 3% mehr durch dieses ungleichmäßige Verhältnis dazugekommen sind und weil eben diese ganzen Liquidity Rewards ausschließlich in DeFi ausgezahlt werden. Und zunächst sieht es auch mal so aus, als ob er einen Gewinn gemacht hat, oder nicht? Naja, wenn wir jetzt allerdings mal hingehen und tun zum aktuellen Preis die ganzen DeFi in Bitcoin umtauschen, dann stellen wir fest, kommt er in Summe nur noch auf 0,94 Bitcoin. Das heißt, er hat also einen Verlust gemacht von 0,06 Bitcoin. Oder in Zahlen ausgedrückt, absolut, zum heutigen Preis rund 2.800 Euro. Das heißt, bei ihm waren tatsächlich beide Voraussetzungen erfüllt. Und zwar erstens, dass sich dieses Verhältnis geändert hat, um 3%. Und von dem Coin, wo er mehr rausbekommen hat, also DeFi, der hat tendenziell underperformed im Vergleich zu Bitcoin, zumindest in den letzten 5 Monaten. Das heißt, damit hat er tatsächlich einen Verlust, wenn er das tatsächlich realisiert. Dazu muss er auch noch sehen, naja, diese ganzen Liquidity Rewards, die er als neues Einkommen dazu bekommen hat, die muss er natürlich auch noch versteuern. Jetzt, wie hoch da sein Steuersatz ist, ist natürlich ganz individuell, je nach seiner Steuersituation. Allerdings kann er da, wenn er derzeit schon gut verdient, nochmal mit so rund 2.500 Euro obendrauf noch rechnen. Das heißt, in Summe hätte er dann tatsächlich, wenn er es heute verkaufen würde, einen Verlust realisiert von rund 5.300 Euro, einen Permanent Loss. Und das, obwohl er tatsächlich für ganze 5 Monate Liquidity Mining betrieben hat. Krass, oder? Aber, und jetzt kommen zwei große Aber. Und zwar erstens, muss es nicht bedeuten, dass seine Gesamtrendite jetzt automatisch negativ ist. Denn beispielsweise, wenn er irgendwann mal angefangen hat, wo beide Coins noch relativ niedrig waren, danach sind beide ganz stark gestiegen und DeFi hat jetzt beispielsweise Bitcoin nur leicht underperformed, dann kann es trotzdem sein, dass seine Gesamtrendite immer noch positiv ist.
Das zum Ersten. Und zweitens muss so ein Impermanent Loss auch gar nichts Negatives sein. Im Gegenteil, wenn du beispielsweise der Meinung bist, dass DFI in den nächsten paar Monaten durch die Decke schießen wird, naja, dann kann dieses Ungleichverhältnis auch dazu führen, dass du eine abartig hohe Rendite einfährst. Also von daher noch nicht den Kopf in den Sand stecken. Was sind also die Lektionen? Erstens, Liquidity Mining fühlt sich für ganz viele Leute wie so ein automatischer Gewinn an, obwohl sie tatsächlich eigentlich einen Verlust machen. Deshalb ist es wichtig, dass du das selbst trackst, damit du auch selbst weißt, wann vielleicht ein besserer Zeitpunkt ist, um auszusteigen und wann vielleicht ein weniger guter Zeitpunkt. Zweitens, solltest du auch das Thema Steuern immer im Auge behalten. Und zwar erstens, mit deinem Steuerberater abklären, wann du wie viele Steuern zahlen musst. Und zweitens, ob es überhaupt den Steueraufwand tatsächlich wert ist. Und vielleicht auch direkt der dritte Punkt, so ein langer Zeithorizont ist extrem wichtig beim Liquidity Mining. Denn wenn es nur darum geht, kurzfristig ein bisschen passiv Geld zu verdienen, dann sind wahrscheinlich Staking und Lending eine deutlich bessere Variante. Drittens würde ich nur ein Wertepaar aussuchen, mit dem du Liquidity Mining betreibst, das sehr stark korreliert. Also jetzt beispielsweise Bitcoin und DeFi sind meiner Meinung nach da perfekt. Ich würde jetzt allerdings nicht hingehen und DeFi mit Dogecoin oder sonst was Liquidity Mining betreiben, weil ja, die korrelieren nicht so stark. Und das bringt mich direkt zum nächsten Punkt. Wenn du jetzt tatsächlich so ein Impermanent Loss hast, dann sagt das nichts über den Coin aus, dass ein guter Coin ist oder ein schlechter Coin. Sagt auch nichts über Cake aus, ob jetzt Cake ein gutes Unternehmen ist oder ein schlechtes Unternehmen, sondern sagt lediglich aus, dass du zwei Coins benutzt hast, die erstens sich im Verhältnis in diesem Pool verschoben haben und zweitens, dass es eine relative Über- und Underperformance gab. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und jetzt vielleicht an alle Leute, die unter meinen Videos gepostet haben, dass sich dieses Staking überhaupt nicht lohnt und Liquidity Mining ja sowieso total viel besser wäre und eine höhere Rendite bringt. Ja, das gilt tatsächlich nur dann, wenn du tatsächlich die kompletten Risiken komplett vernachlässigst. Was ich natürlich nie empfehle. Jetzt, was würde ich in so einer konkreten Situation tun? Erstens, ich würde meine Investmentthese überprüfen. Wenn dann tatsächlich rauskommt, dass ich weiterhin bullish auf DFI bin, Klammer auf, was ich persönlich tatsächlich bin, Klammer zu, dann würde ich einfach alles im Liquidity Pool vorerst mal zu lassen und alle Nachkäufe, die ich tätige, würde ich vorerst mal alle in DFI packen. Warum? Weil DFI eben im Vergleich zu Bitcoin gerade deutlich günstiger ist. Aber wie gesagt, das ist nur, was ich für mich machen würde. Was für dich richtig ist, musst du natürlich selber wissen und ist wahrscheinlich auch zu einem Großteil abhängig, wie bei dir persönlich die Steuersituation ist. Und wenn du noch mehr von meinem Kanal sehen möchtest, dann wäre es richtig cool, wenn du mich hier unterstützen willst. Das kannst du, indem du erstens den Kanal abonnierst, zweitens ein Like da lässt und drittens, wenn du irgendwelche Fragen hast oder auch konkrete Videowünsche, schreib dir mir gerne unten in den Kommentar, dass ich das nächste Mal mit berücksichtigen kann. Also, und ich sehen uns bald wieder. Mach's gut.